Wir sprechen über das Medienportal der Siemens Stiftung. Dieses Portal ist in den frühen Jahren von OER in Deutschland schon immer als das Leuchtturmprojekt angesehen worden. Es ist 2019 schon 10 Jahre alt geworden. Das heißt, wir wollen heute darüber sprechen, wie ist es dazu gekommen? Was ist das Medienportal für die wenigen Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, und für die Leute, die schon fortgeschrittene Kenntnisse haben? Was hat man gelernt in 10 Jahren Medienportal? Es gab eine Überarbeitung. Wie sieht es jetzt aus? Was ist tatsächlich neu? Corinna Hartung ist bei uns. Sie ist die Projektmanagerin bei der Siemens Stiftung für das Medienportal. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir das Gespräch führen können. Für die wenigen Leute, die das Medienportal noch nicht kennen, was ist das? Das Medienportal ist eine Plattform für Unterrichtsmedien, vor allem für die MINT-Fächer. Wir haben Materialien für die erste bis 13. Klasse, Schulklasse. Und wir haben ganz unterschiedliche Medien. Wir haben relativ viel Textdateien, wir haben aber auch Videos, wir haben Audios, wir haben interaktive Medien auf dem Portal und wir haben sehr viele Lehrerhandreichungen mit Tipps, wie man mit diesen Medien am besten umgeht. Wie groß kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute kommen da ungefähr hin? Ist das international? Das ist ein internationales Portal, richtig. Wir haben Medien auf Deutsch, auf Englisch und auf Spanisch. Das hat damit zu tun, dass wir Fokusgruppen haben, Fokusregionen, in denen wir arbeiten. Und das ist eben zum einen Deutschland und zum anderen ist das aber auch Afrika. Da sind wir unterwegs und Lateinamerika. Die Siemens Stiftung hat dieses Projekt ja für OER-Verhältnisse in Deutschland sehr, sehr früh gestartet. 2009 hat in Deutschland so gut wie niemand über Open Education Resources gesprochen. Es ist dann in den frühen Jahren von OER in Deutschland, würde ich mal sagen, so von vor, weiß ich nicht, 5 Jahren schnell als Leuchtturmprojekt immer genannt worden. Und aus meiner Wahrnehmung war es das auch. Jetzt gab es aber relativ viele Überarbeitungen. Was ist da passiert? Also es war von Anfang an kein OER-Portal. Das hat damit zu tun, dass da recht viel Medien drauf waren, die wir selber nur lizenziert bekommen haben, wenn wir garantieren konnten, dass das für pädagogische Zwecke genutzt wird. Und irgendwann haben wir aber entschieden, OER ist wichtig und offene, kostenlose Medien, insbesondere auch für unsere Zielgruppen in Lateinamerika und Afrika, die dringend angewiesen sind auf kostenlose Medien. Und so haben wir dann, ich glaube, 2015 angefangen, nach und nach auch immer mehr Open Educational Resources auf das Portal zu nehmen, und irgendwann gab es dann die Entscheidung, wir machen nur noch OER und bauen das komplette Portal um. Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Es war auch nicht einfach, es war sehr aufwendig, weil wir sämtliche Lizenzen prüfen mussten. Wir mussten mit den Lizenzgebern in Kontakt treten, mit denen verhandeln, ob sie einverstanden sind, dass wir aus den Materialien OER-Materialien machen. Und das hat auch nur zum Teil geklappt. Wir hatten, glaube ich, ursprünglich ungefähr 6.500 Medien auf dem Portal. Und mit dem Relaunch sind es jetzt nur noch 3.500 gewesen. Das heißt, fast die Hälfte der Medien ist der Entscheidung, nur noch Open Educational Resources zu machen, zum Opfer gefallen. Es war ja auch eine Aufräumaktion, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, es wurde nicht nur aussortiert, sondern auch die bestehenden offen lizenzierten Materialien wurden bearbeitet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es wurden zusätzliche Metadaten hinzugefügt oder ähnliches. Ja, wir haben zu jedem Medium Metadaten, sodass Lehrkräfte sehr schnell sehen, ist das für mich geeignet oder nicht. Und was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir den Zugang zu diesem Open Educational Resources, dass wir das auch bekannt machen und für die Lehrkräfte sehr, sehr einfach machen. Das heißt, für jedes Medium gibt es ganz, ganz klar und schnell zu erkennen die Creative Commons, die exakte Lizenz zu sehen, und man kann einfach diese Lizenz kopieren und in sein eigenes Medium oder in seine eigene Bearbeitung übernehmen. OER wurde ja gerade für die Regionen, die vielleicht mit Bildung insgesamt, mit Bildungsmaterialien im Besonderen unterversorgt sind, heißt es im Englischen immer so schön, als ein großes Allheilmittel gesehen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Reicht es sozusagen, OER auszuteilen und überall wird Bildung besser? Das ist, glaube ich, genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem wir gerade sind. Wir sagen, wir stellen kostenlos Medien zur Verfügung, gerade für die Fokusregionen auch. Und das ist bestimmt ganz wichtig, aber es genügt nicht. Denn der Zugang zu den Medien, man denkt natürlich über online, ist es jedem zugänglich, aber
da stecken noch ganz viele andere Challenges dazwischen. Das heißt, oftmals sind in den Schulen in Afrika und in Lateinamerika, die sind nicht so gut ausgestattet mit digitalen Devices. Das Datenvolumen ist relativ teuer zu bezahlen. Fotokopien sind schwierig und auch teuer. Und das ist was, da muss unbedingt noch was passieren, damit OER tatsächlich wirken kann. Gibt es noch was, was wir unbedingt in diesem Gespräch sagen sollten über das Medienportal? Wir machen gerade recht viele neue, innovative Sachen. Wir sind ja eigentlich im Bereich MINT unterwegs, was heißt eigentlich? Aber wir öffnen uns auch und machen gerade was zu, wir haben ein großes Paket zu Big Data gemacht. Es kommt eins zu Algorithmen und jetzt erscheint auch bald eins zu künstlicher Intelligenz. Ja, und was man vielleicht auch sagen muss, die Öffnung zu Open Education und die Entscheidung war eine richtige, weil die Zugriffszahlen sind total in die Höhe gegangen. Also ich glaube, wir haben über 80% mehr Klicks und über 144% höhere Mediennutzung. Also es wird angenommen. Toll. Ja. Ein erfreuliches Fazit. Ganz herzlichen Dank, Corinna Hartung von der Siemens Stiftung, über das Medienportal.